Hallo, bei meinem Vlog endlich wieder neu betreut. Mike kennen wir ja schon von den Reisen. Und heute gehen wir der Frage nach, verhungern die Tiere auf der Straße? Kommt mal mit. Was sagst du eigentlich, Mike, dazu? Verhungern die? Ja, bitte. Nein. Nein. Ganz, ganz gut. Wir kriegen alles Mögliche. So, und hier werden wir gleich sehen, was es uns geht. Schaut mal. Ah, eine Katze. Was aus der Mülltonne geholt. Die Leute sagen ja immer, meine Einblicke wären ja nur kurzweilig. Aber was sie nicht wissen, was wissen sie nicht seit gestern? Was wissen sie nicht? Dass er jetzt der bulgarische Bürger wird. Staatsbürger? Nein, Staatsbürger nicht. Bürger. Bürger. Noch nicht Staatsbürger, aber kriegen wir noch hin. Und ich bin das vierte Jahr unterwegs und beobachte die Straßenhunde. Und und dabei blendet es nicht aus, dass man auch mal Straßenkatzen sieht. Denn die gibt es. Und die gibt es viele. Und sie hungern nicht. So, wenn wir Glück haben, guck mal, hier sind Mülltonnen. Hier sind drei Katzen. Da hinten ist sogar ein Hund. Und Katzen auf der rechten Seite. Und Katzen auf der rechten Seite. Und wir gucken jetzt einfach mal, vielleicht auf gut Glück. Was es da so Schönes gibt. Was es da Leckeres gibt. Aber hier ist nichts. Jetzt hier ja eine Freundschaft. Wenn ich komme, wird er abhauen, er kennt mich nicht. Hey, doch. Ja, das ist so ein Straßenhund. Oder vielleicht hat er sogar jemanden. Hat er einen Besitzer? Nein, er hat keinen Besitzer. Aber schaut mal, wie der Hund aussieht. Oh, er kennt die Kamera nicht. Ja, also der ist schon mal nicht verhungert, obwohl wir jetzt hier kurz nach dem Winter haben. Heute ist so wirklich ein Frühlingstag mal. Also der Winter ist nicht lange ums Eck. Wir gucken weiter. Du musst vlogmäßig reden. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt gucken wir weiter. Oh. So, bitte. Machen wir eine Aufnahme von ihm. Süß. Mann, ich hab's fast geschafft. Ja. Oh. Das ist ein Fleck drauf. Im Hintergrund könnt ihr einen Hund sehen, der gerade aktiv auf Nahrungssuche ist und den Mülleimer durchwühlt.
auch die Katze macht das Gleiche. Gesehen, wie böse der geguckt hat. Ich habe ihn auch böse angeguckt. Sagst du nichts? Warum? Hey. Wir suchen ja immer noch. Und dieser Hund sieht sehr mager aus, aber er ist einfach uralt. Wie kannst du so alt werden? Mit all dem Hunger. Ja? Gut, ja. Oh, bist du süß. Und hier der Beweis? Nein. Straßenhund. Tolles Tier. Und die Frage ist eigentlich, wer kümmert sich um unsere Möwen in Bulgarien? So Leute, jetzt probieren wir einen Hund zu füttern. Mal schauen, wie hungrig er ist. Hallo. Oh. Ich hab keinen Hunger. Und jetzt, Falk? Wir sind wieder weg. Wir sind wieder weg. Gehen wir zu den anderen. Nein. Ist es? Ist es so? Ja. Nee, okay. Ja, Mike, der erste Versuch ging ja schief. Mal gucken, wie hungrig der hier ist. Lass ihn mal, vielleicht. Irgendwie nehmen wir mal was anderes. Ja. Ah. Ist das besser? Nein. Leg's mal hin, vielleicht. Jetzt gehen wir, ziehen wir uns mal zurück. Ja, Mike. Irgendwie ist das nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Stimmt. Dann geht der halt. Ey, das schon. Er ist angewiesen. Dein Futter. Was heißt Futter auf Bulgarisch? Hrana. 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 Hrana, Kutsche, Kutsche. Hrana. Hrana. Ah. Oh nein. Ja. Also, ihr seht, der Hund hat keinen Hunger, sondern ein anderes Problem. Sein Problem sind was? Flöhe. Flöhe. Wir machen ein Experiment. Wir das kommen morgen wieder. Wir reiben ihm mit Burger ein. Oder was? Wir kommen morgen wieder. Ah, oh, jetzt kommen wir. Grüezi. Schau mal, vielleicht will das ja von mir. Ja. Weil ich schau mal, mach ihn mal auf und sag hier. Halt! Ey, was ist das für eine Werbung für McDonald's? Ey! Okay. Ihr seht, es funktioniert nicht. Sehen können, dass die Hunde hier sehr wohl versorgt werden. Also verhungern sie wirklich alle?